Also Leute, irgendwie finde ich das doof, dass Mani einfach gestorben ist. Also dass Morbier jetzt uns dabei ist, ist cool. Aber ich hätte irgendwie Mani auch gerne dabei gehabt. Ja. Irgendwie fand ich das jetzt richtig doof. Jetzt mal ohne Witz, das weiß ich nicht. Also hätte mir jetzt mehr gefreut, hätten wir Mani auch noch mitgehabt. Ja, ansonsten, let's go. Divine One, I am with you from this day forward. Ja, Bell besiegt und oder Alia geht drauf. So, wir haben hier verzerrte Drachen, die sich freuen, dass sie da sind. Dann haben wir hier einmal Zephyr. Die wir höchstwahrscheinlich. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir die beiden jetzt killen. Und dann die gute Vale. Die zwei Leben hat. Okay, die beiden haben nur eins, das ist gut. Alles klar, so. I hear you. With pride. Okay, jetzt habe ich erst gesehen, dass da Gegner sind. As your steward. Oh, Jungs, 42%. Ja, jetzt haben wir die gute Feuerlanze, was sehr cool ist. Haben wir den Drachen schon mal erledigt. Dann kommt Pflege. Dachte hier den Sound. Ich mach immer den Sound ein bisschen an, damit ich ein bisschen was auch hören kann. Achso, wir können komplett killen. Ja, geil. Dann machen wir das doch. Da bin ich doch voll dabei. Na gut, die treffen ja eh nicht. Schöner Critical. Ach, das sind auch normale. Ah. Also nur Bogenschützen, die sind natürlich dann wichtiger. Oh, Ragnell, nice. Beste Waffe für Ike, wirklich beste Waffe. Kannst einfach wirklich jeden mit clearen. Ach schade, er hat überlebt, das ist ärgerlich. Aber wir haben ein Silberschwert. Ja, dann sag ich mal, was du drauf hast. Habe ich gesagt und er hat mir schon einen Bruch reingeballert, ey. Aber man muss ja sagen, das Spiel zieht sich wirklich. Ziemlich. Also ich habe nichts dagegen. So, macht ja Spaß. Na? Aber zieht sich. Oh, wir hätten. Ah, den habe ich komplett übersehen. Scheiße. Komplett übersehen.
Na, ist ja nicht so schlimm, aber ne. So, Clan ist jetzt Level 17, das ist fantastisch. Ja gut, das ist jetzt eigentlich nichts, dann kann er auch wieder noch darüber. Saphir muss noch leveln. Aber dann klappt das. Bro, wie viele Bogenschützen er mir hinballert, ey. Geh mal weg mit denen, ey. Ob ich Bock habe, die ganze Zeit gegen Bogenschützen zu kämpfen. Ey. Na gut, der Drache kommt jetzt, das ist natürlich mies. Aber das war's dann. Kommt mit den anderen Truppen nicht zu mir runter, das gefällt mir nicht. Ja, kann blöd enden, deswegen, das meine ich nur damit. So. Dann killen wir ihn mit dem Sonnenbogen. Aber leider trifft er auch noch, das ist natürlich ärgerlich. Ivy habe ich schon bewegt, ne? Ja. Aber er kann zurückziehen, das ist gut. It's nothing personal. I'm merely following Lady Vale's orders. Ja, genau. Ist nichts Persönliches. Halt's Maul. Schön. Bogenschützen auch noch, ne? Geil. Aber kein Problem. Warum meine ich nicht? Ready. Die guten alten 34%, meine Freunde. So, da ich aber gerne sehen möchte, wie Morvieux Zephyr klatscht. Bruder, 28%, was willst du von mir? Jungs, darf daneben gehen, Alter. Das ist keine Wahrscheinlichkeit, dass was trifft. Alter, reicht. Das entwickelt sich leider zu einem Joke. Sorry, aber das ist, geht nicht. Das ist, boah, das ist, das geht nicht. Ja, sorry, das ist einfach lächerlich. Sorry. Oh, du bist auch ein Heiler. Nice. Wusste ich gar nicht. So,
Feuerlanze. Problem ist nur, das kann auch daneben gehen. Ja, komm. It is a sad day that I must fight you, Mavir. Ach, ist dir doch scheißegal. Noch hab ich ausgeschaltet oder was? Oh Mann. And here I thought we were family. Family? You killed Marnie. I should have stepped in sooner. Then Lady Vale and Marnie might have had a chance. Nice. Perhaps you do have what it takes. Aber coole Waffe. So. Dann einmal Heilung. Ansonsten erstmal warten. Two hounds or four. Doesn't matter to me. I'll fight and that's that. Ja, ist aber gegen den Guten gekämpft, wirklich. Jetzt kommen sie aber mit der Verstärkung, ha? Ja, jetzt reicht's aber mal. Lasst mich doch in Ruhe erstmal die Gegner wegkillen hier, ey. Dann können wir in mit Freuden alle nach und nach töten. Ey, ich bin da voll dabei. Ah, es killt ihn nicht. Sorry, wir müssen jetzt mit jedem Angriff einen Kill liefern. Oder halt nahezu einen Kill. So, aber leider müssen wir noch ein paar Leute heilen, weil es ist einfach zu. Sieht zu schlecht aus, die. Prozent und das reicht null. Tja, dann müssen wir das machen. So, dann haben wir hier Silberlanze. So, dann haben wir den besiegt. I'm prepared. Dann den Magier angreifen. Es sind zu viele Gegner, das ist das Problem, ey. Kann ich alle erledigen. Und sowas kann ich nicht leiden. Ich möchte gerne alle besiegen. Das ist super. Gut, der macht nur 12, das ist okay. If it isn't the traitor, don't worry. You'll see Marnie soon. How dare you speak her name? I will kill you quickly. You'll be buried before you feel any pain. Es killt ihn nicht.
Aber cool, interessant, dass die beiden keinen Dialog mehr haben. Death means no more pain. And who needs that? Na, ich glaube, die sind immer noch nicht tot. Egal, wie oft wir sie jetzt schon getötet haben, ey. Oder halt besiegt, ne? Sorry, ich muss gerade muten, ey. Oh. Am Niesen gewesen, ey. Na, ja, konnten leider nicht alle töten. Das waren zu viele einfach. Ich hoffe mal nicht, dass zu viele jetzt sterben müssen, ey. Das wäre jetzt übel. Hört nicht auf. Bruder! Leute! Lasst mich doch einfach alle Gegner killen. Hier unten und dann nach oben gehen. Nö, es kommt Verstärkung. Alter, verpisst euch mal mit Verstärkung, ey. Lasst mich doch die Gegner einfach erledigen, Alter. Dann bin ich glücklich. Ich mag es ja, Gegner zu erledigen, so, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich da. Würde ich jetzt nicht sagen, ich hab keinen Bock da drauf. Im Gegenteil, mag ich ja total. Macht auch am meisten Spaß. So, da muss ich aber Dings jetzt gerade mal heilen. Okay, die kann nichts machen, das ist schade. Aber wir können wenigstens schon mal der ein Damage machen. Und den besiegen. So, der ist besiegt. I'm okay. Wer okay ist, beurteile ich und niemand anders. Slight injury. %14, Alter! Jungs! Die sollten ohne fucking Witz Lotto oder so weiterspielen. Bruder, die würden absahen bis zum Abwinken. Oder Tipico oder so spielen. Alter, die würden so Cash machen, Alter. Wenn du mit 14% triffst, Alter. Das ist so fucking lucky. Das ist schon hart. Das ist schon richtig hart an der Grenze, Alter. Dass sie treffen. Ohne Witz, das ist schon richtig, richtig, richtig übel. Nein, Pflege. Das ist schon echt übel. Und ja, sowas regt mich tatsächlich am meisten auf. Das ist sowieso egal.
Ach Mano, du killst keine komplett, das ist schade. Er ist noch nicht gut genug gelevelt. Muss aber noch mehr kommen. Reichweite reicht nicht, ach Jungs. Es fliegt Ah, nicht schlecht. Ein Rettungshubschrauber sehe ich jetzt gerade hier vor meinem Fenster aus. Er weiß nicht, wo er hin muss. Sieht voll cool aus. Also er dreht halt, ne? Sieht man ja halt die ganze Zeit. Zur Orientierung, wir haben es gerade 2 Uhr morgens. Interessant. Weil er sich da jetzt auch nicht wegbewegt, so, ne? Ich dachte zuerst, der dreht, aber der dreht nicht, sondern der steht da die ganze hält die Höhe. Normal, ne? Man sieht halt die Lichter von dem. Natürlich kann er nicht still fliegen, ne? Weil er durch die Rotorenblätter hin und her schwankt, ist ja logisch, durch die Winde. Kannst ja gar nicht so halten. Ja, mehr können wir eigentlich nicht machen, ne? Können jetzt hier noch dem 29 Damage machen und ja, das war's dann eigentlich schon. Ja klar, Bruch. Okay, es kommen keine Verstärkungstruppen, das ist gut. Aber sie ist genau in der Mitte, dass ich mit ihr auf jeden Fall nicht angreifen kann. Das ist super. Naja, egal. Na ja, hier. I will not lose. Der Hubschrauber ist immer noch da. Na ja, der sucht wahrscheinlich, glaube ich, irgendwas. Im Dunkeln ist es auch sehr, sehr schwer, sich zu orientieren. Ich spreche aus Erfahrung. Und die haben Geräte darauf, dass sie sehen können. Aber es ist halt trotzdem schwierig. Ich würde aber auch gerne mal in einem Hubschrauber sein. Wobei ich eigentlich mega Panik habe, dass er abstürzt. Weil halt so viele Leute schon im Hubschrauber gestorben sind, ne? Kann ja passieren, sowas, ne? Selbst wenn du einen ultra perfekten, erfahrenen Piloten hast, kann ja trotzdem irgendwas mal mit dem Motor oder so nicht stimmen, ne? Ist im Arsch. Bist halt komplett am Arsch dann. Deswegen ist das wäre das dann, also ich würde gerne, aber ich habe zu derbe Angst, dass ich wahrscheinlich dann doch nicht machen würde. Aber ich würde es. Boah, wenn mir jetzt jemand anbieten will, yo, ne, ich glaube, ich würde ja sagen sogar. Ja. Ja, weil man das in den Serien und so weiter die ganze Zeit gesehen hat. Boah, ich möchte das voll möchte das auch mal miterleben, so, ne? Cool, es kommt keine Verstärkung, das ist klasse. Das freut mich. So, dann heile ich dich einmal kurz. Ne, weiß man ja nicht, ob das notwendig ist, aber
Haben wir schon mal gemacht. Okay. Geldgreifer können auch angreifen. Wäre mal interessant zu wissen, ob sie auch dann angreifen würde, ne? Was hast du gemacht? Okay. Was war das denn für eine Waffe, hä? Ein legendäres, giftiges Kurzschwert mit Schmetterkraft. Ach so. Oh, Vale kommt auch schon zu uns. Und da kommt Unterstützungsdruck. Ja, ja, sauber. Ja, Mann, ja, ja, ja. Bruder! Ihr wollt unbedingt, dass ich kämpfe gegen die, ne? Ja, sauber. Einfach mal so viele Einheiten wie am Anfang dieser Mission. Ja, nice. Super. Bruder, das könnt ihr so hart vergessen, Alter. Ich kämpfe jetzt gegen Vale. Ende. Sorry, da habe ich keinen Bock auf diese Scheiße. Who are you looking at? The me in front of you? Or the me from before? Ist mir egal. Ich bin nur hier, um dich zu erledigen. So, Magier gekillt. Interessant. Naja, aber 72% trifft leider, das ist schade. Machen wir mal Bündnis. Ja gut, dann machen wir Speer nur. Nein, warum? Alles trifft, aber nur der Normalangriff nicht. Boah, ist scheiße. Ne, was? Ah, my loyal knight Mavir. Aren't you going to protect me anymore? My time with the Four Hounds is behind me. I will not protect you. Same as ever, Mavir. Boah, die Musik gefällt mir. You won't even say my name. Well, don't worry. I haven't forgotten your reward. How about a swift death? I will sacrifice anything, everything, to save Lady Vale from you. Give me strength, Marnie. Na, ich finde das trotzdem blöd mit Marnie, sag ich ganz ehrlich. Aber Fire Emblem schon wieder, ey. Meine Fresse, immer Charaktere, die ich irgendwie mögen lerne. Na, ich wollte jetzt nicht lieben. So stark ist es jetzt nicht. Aber ich mochte sie schon. So ein bisschen. Nice. Sie hat nicht mal angegriffen, aber alle anderen haben erstmal viel geklärt. So, dann haben wir einen guten Sonnenbogen. Super! Und jetzt, meine Freunde, machen wir erstmal falls sie doch irgendwie überlebt, so dass wir dann trotzdem mal kurz angegriffen haben. Kurz ein bisschen EP snacken. Understood. Wobei, ja, ist ja sowieso nicht viel. Kann ja auch nicht viel sein. Waren jetzt auch nur zwei Angriffe, also. Arschlicken. So. Aber der Soundtrack hört sich geil an. So. Falchion gegen das Dimensionsfalchion von Lushina. Damit sich das lohnt. Oh, how I wanted to find you. How I wanted to kill you. Queen Lumera's pet. The whimpering, pathetic worm. You are not my sibling. And
You're not mine. Vale is. Give her back. I am Vale. And I'll prove it here and now by destroying you. I will never give up. This is it. I will help. No. Me too. Wir greifen aber weiter an, obwohl schon längst vorbei ist. Nice. Das gefällt mir. Cool, Temera ist Held. Nice. Das gefällt mir doch schon mal. Na, Hubschrauber ist weg. Doch, der ist hier oben. Der ist jetzt über mir. Geil. Läuft bei ihm. What's happening? Why are you here? Vale? Vale? It's really you, isn't it? This doesn't make sense. Her changing back wasn't supposed to be possible. The enchanted helmet. It's cracked. Marnie's attack worked? Marnie. Such bravery. Where are we? Letho's castle. You've been under Zephia's control. My head hurts really bad. And wait a second. What am I wearing? And where did I get this ring? This is yours, right? I remember. We were near the cathedral. You said it was important to you. Here, please, take this. Thank you, Vale. I will not allow it. Heed me well, O defective daughter of mine. Papa. My goal is so close I can taste it, but their kindness makes you weak. Now go and reclaim my emblem rings at once. I won't! So I see. That is a shame. Well then, there is nothing more you can do for me. And I have never been in the habit of keeping that which has no value. You can't! Don't leave me! Don't leave me! Now there is nothing to stand in my way. The divine dragon is gone. That
I should see this day. But how? How could this? Wait, the Dragonstone. But why would... This wayward creature is another of my children. The one you've been searching for all this time. Your brother. The Divine Dragon took the traitor in after the events of the last war. Thus, the fool did survive. No child of mine should live as a Divine Dragon. Death was this one's inexorable fate. No! But the stone shouldn't break! The stone shouldn't shatter unless... All that time, you were my brother! I found you! I finally found you! Please don't be gone! I need to talk to you! I don't understand why you would sacrifice yourself for me! Such pathetic children. All 12 of the rings are finally in my possession. No! Give them back! Now! Those rings belong to my brother! Their friend fought so hard even to make it here! Yet, for all of that, I control the Emblem Rings. Together, their power is so great. Granted once every 1,000 years, and now that unrivaled power is mine. Heed me, Emblem Rings. Grant me infinite power. Impossible. Gradlon, restored. Papa, where are you going? You've destroyed everything! You killed your own child! This is what you wanted? Looks like it's over for you all, Zephia! Lady Defect. You survived here only because of all those who came to your aid. What a shame. Because now it's time for you to say farewell. Farewell? My head! Lady Vale! I don't want her to have control. But Marnie broke the helmet. Oh, Mavia. Simple, simple Mavia. It was only cracked. That certainly weakened it. But with Lord Sombron's elevation to power, the helmet works far better than before. Lady Vale, come on out. Join us, if you would. No! Father! What power! You've finally done it. I wanted to kill the Divine Dragon myself, but... oh well. Lady Vale,
Lord Sombron will gladly welcome you as his daughter now. Good to see you back. Would have had to kill you otherwise. Zephia, Gris, return to father. I'll catch up with you soon. Of course. Yeah, I figured you'd say that. As for all of you, death is inevitable. But I'd like this mess dealt with now. Clean this up for me. Leave no one alive. The Corrupted. And more than we can handle on our own. We don't even have our rings! Rings? They'd be useless to you. The Divine Dragon is dead. None of you have the ability to summon emblems. This is the end. We have no way out. So, who wants to die first? There's no need for any of you to squirm or struggle. You're all about to join your beloved Divine Dragon. Are we all going to die here? There must be something we can do! Please! The war is finally over, Mother. We don't have to worry anymore. You treacherous whelp. I guess fell dragons have to die in the end. But I want it to be a good dragon. And you will. Someday life will return to you. And when that beautiful day should dawn, I will give you a birthday gift that suits you perfectly. Thank you, Mother. If I see that day, maybe I'll return, dressed in white. A gleaming sword at my side. A divine dragon like you. Ready to save the world. Not a nightmare. It was a memory. Where am I? Oh. I must have died protecting Vale. There's no waking up again this time. I had dreamed I would awaken as a hero. Only now I realize that did happen. But it's too late. I wonder if I'll be able to find Mother here. Mother. Vale? Why are you here? Papa used the rings to raise Gradlon. The helmet reactivated. My head began to swim. And then I was here. Things didn't go how I wanted them to. And now it seems I've died. Papa said you're my big brother. You gave your life to protect me. I'm so sorry. You should have let me die. Don't say that.
I made the right choice. You have a link back home. There's still a chance for you. No. No more. What? I tried so hard. I wanted Papa to look at me and not see a defect. I wanted him to forget about the other worlds and just be with me. I'd always think, if only I tried harder. But it never mattered. I kept getting crushed over and over. I'm so tired. If I have to die again and fail once more, I'd rather it just end here. With you. Oh, Vale. Hey, why don't we fall asleep? Together. The world will end with or without us. And I feel happy because I finally found you. Maybe the others will join us eventually. Perhaps you're right. Well then... Except... I'm not ready to give up. I want to save our world, and everyone I care about. Vale, you have been through so much, and I understand why you feel the way you do. But please, don't give up. Not before you experience the life you deserve. I don't care anymore. Even if I returned and survived all of it, I can't stop Papa because I can't summon emblems. All I can do is create the Corrupted. A fallibility befitting a fell dragon. Corrupted? Vale, there is something you can do. Huh? Revive me. As one of the Corrupted. What? You did it to King Hyacinth. It was as if he'd come back to life, returned to himself. Perhaps I could go back to the living world in the same way. Maybe, but you aren't thinking this through. You hate the Corrupted. They terrify you. Now you want to be one? If we do that, you'll never be able to change back. This way, at least you died as yourself. Would you really want to die as one of them? I'll sacrifice more than that if it saves everyone. How I die doesn't matter. I just want to end this war. However I can. Please don't give up, Vale. If we don't try, we lose everything. To me, this is the only way forward. But... Vale, what do you live for? What do you mean? My friends told me it doesn't matter where you're from. What's important is how you live. How you live and what you do shapes your future. So, who do you want to become? I've never thought about that. But if it were possible for me to change now, I suppose I'd want to be like you. I'd want to become a dragon who saves the world. We really are siblings. Hmm? I said something very similar a long time ago. Let's go back and save our world. Together. All right. I'll give it one last try. I hope to see you soon, brother. You're my dear sister. And I trust you with all of my heart. Stop. You die either way. Lady Vale, please, come back to us. Aw, you miss her, Mavir? Then I'll kill you first. Maybe you'll find what you're after on the other side. Huh? Lady Vale? You don't know when to give up, do you? That's right! I'm not going quietly! She's talking to herself. Not herself, exactly. The true Lady Vale. She's fighting back. I know that. My brother believed in me. So I believe in myself. Shut your mouth. You are nothing but a defect. Mark my words, you quivering little baby. You're gonna be dead soon. No, I won't. You're not in control here. I am. And I won't wear this horrible thing anymore. Wait! There's already a crack in it. I'll break it. Then I get to be me again. You'll be gone! Stop! Stop it right now!
don't want to go! Help me, Father! I beg of you! Papa isn't coming. He doesn't care. It's time now. Time to say goodbye! I'm so sorry, but you did it all on your own. You're wrong about me doing it alone. My brother helped me. The Divine Dragon. I have to hurry. Guardians of the Underworld, cast aside the rules that govern life and death, so that this body void of life may draw breath. Rise up! Corrupted! One has become corrupted. What are we supposed to do now? Fight? No. We can't. Please, everyone, listen. You can speak? There's nothing to fear. I won't hurt you. I asked Vale to revive me as one of the corrupted. You must believe me. But are you really you? Yes. I'm the same person who took this journey with you. The Divine Dragon. Whatever form I take, this soul is still mine. Brother, look what I found. The Ring of the Hero King. It was lying by your side, as though it wanted to be with you. The emblems in the 12 rings have played their roles. They are likely drained of power. Can you still summon them? You've done so much today. Now, it's my turn. All right. Marth, I've returned. I'm here for you. Please, show yourself. Shine on. Emblem of Beginnings. Nothing happened. No. This has to work. We have so much to protect. Please, Marth. Join me once more! Shine on! Emblem of Beginnings! Marth! I'm so happy to see you! But that's the Fel Dragon version! I used Fel Dragon power to raise my brother. He's using that same power to summon. Reacting to the emblem? Time is short. I'll need your help to summon all the emblems again. You don't have to trust me, but this is the only way. We must stand together and fight as one!